Meine Mutter ist wirklich ein Phänomen. Sie ist klug, talentiert, sensibel, rattert ihr den ganzen Nekrassow auswendig runter, pflegt Kranke wie ein Engel. Aber wehe, du lobst in ihrer Gegenwart eine andere Schauspielerin. Halleluja! Ich sag euch was hier! Hier geht es nicht um neue Formen oder eine neue Kunstrichtung. Hier geht es um einen schlechten Charakter. Unsere Seelen, also ihre und meine, die haben keinerlei Berührungspunkte. Man, als Arzt wissen Sie doch ganz genau, dass diese feuchte Luft Ihnen schadet, aber Sie wollen unbedingt, dass ich leide. Sind Sie nervös? Nee, ja, vielleicht. Mich zieht's hierher, zum See. Als wäre ich eine Möwe. Ich habe kein Geld. Nein! Das Stück war ein Misserfolg. Sie verachten meine Ideen. Sie halten mich für mittelmäßig und bedeutungslos. Ich hätte alles aufgegeben, dieses ganze Brimborium, für den Höhenflug des Geistes, den ein Künstler beim Schaffensprozess spürt. Ganz nett, ganz talentiert, aber bei weitem kein Tolstoi. Irina, ich muss mal raus aus dieser Suppe. Alles ist gut. Schau mal, er fährt weg. Und sie wird dich wieder lieben. Man muss aushalten. Und weitermachen. Man muss glauben,